So Leute, herzlich willkommen und schön, dass du wieder reinschaust bei mir auf meinem Channel. Heute mal ein neues Game in der Serie bzw. in der Reihe angezockt, und zwar DayZ. Das Spiel ist schon etwas älter, ich glaube Release war 2012. Ich habe schon viel geschaut auf YouTube und ich finde es wirklich ein sehr spannendes Game und auch ein richtig unheimliches Game, weil man weiß ja nie, was da draußen so passiert. Es laufen da Zombies rum, es laufen andere Spieler rum, die ebenfalls alle nichts zum Essen haben und vielleicht euch einfach nur umbringen wollen, um an eure Vorräte zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da auf einem Server, der heißt Die Schlafmützen, unterwegs, wird es da schon recht gesagt. Und da werden wir jetzt mal drauf gehen. Wie gesagt, ich lebe jetzt aktuell seit einer Minute, bin zum ersten Mal jetzt selber in dem Game, habe also noch nicht allzu viel Ahnung von dem Game, deswegen entschuldigt mich, wenn ich da ab und zu mal Kacke mache. So, da gehen wir mal rein. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Ich habe die ganze Auflösung und alles auf Maximum gestellt, weil ich will es dann schon in der bestmöglichen Grafik genießen. Und dann schauen wir uns mal, was da drin erwartet, ob das ein Game ist, wo wir dann eventuell eine eigene Reihe draus machen oder wo es dann vielleicht nur ein angezockter Titel bleibt. Das entscheide ich dann immer noch zwei, dreimal spielen, ob es dann gut ist oder nicht. So, dann schauen wir jetzt anscheinend drin im Game. So, ich weiß ein paar Tastenkombinationen schon. Aha, da, oh mein Gott, da haben wir noch eine ganze Menge Markierungen. Und ich glaube, da sollten wir uns dann zu irgendeiner hinarbeiten. Was haben wir denn alles? Eigentlich, ja, sehr wenig. Haben wir wirklich sehr wenig. Mit der Forschungsmesser rüsten wir gleich mal aus, wenn wir irgendwelchen Zombies oder was begegnen. Schlafmützen Spezial. Ich weiß jetzt nicht, was das da ist. Kapuzenpullover. Nein, in die Hände halten. In die Hände nehmen wir jetzt erst mal hier das Messer. Also wir haben nichts zum Trinken, gar nichts. Unsere Reserven sind jetzt auf jeden Fall erst mal voll. Also wir müssen auf jeden Fall da hinten. Was ist das nächstgelegene? Bauhof Severograd. 5300 Meter. Und ich glaube, da machen wir uns jetzt mal hin auf den Weg. Ich glaube, ich laufe natürlich jetzt schnell. Und beim Laufen braucht man in der Regel immer sehr viel Sprit, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wasser. Ja, da haben wir jetzt ein... Was ist das? Gemeiner Riesenschirmling. Tja, jetzt ist die Frage, kann man den essen oder nicht, ne? So richtig gut schaut er nicht aus. Ich lasse den mal lieber liegen. Wenn ich das einmal nicht bereue danach. Also wie gesagt, wenn ihr für mich Tipps oder irgendwas habt, dann einfach immer unten drunter. Ich muss jetzt eigentlich immer die ganze Zeit hier nur auf diesem Server sein. Ja, das ist einmal ein Server, den habe ich gesehen in der Facebook-Seite. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt DayZ. Und der hat mir eigentlich recht gut ausgeschaut und deswegen habe ich den jetzt einmal gewählt. Ich kann natürlich die Server dann im Laufe der nächsten Games wechseln. Das war kein Problem nicht. Haben wir da irgendwas für uns? Was ist das da? Ein kleiner Jagdrucksack. Das ist doch schon mal gut. Rucksäcke vergrößern in der Regel immer das Inventar. Jo, passt das auch, ne? Passt. Das ist schon mal ein Tarnfleck, das ist auch schon mal gut. Aber jetzt hast du dunkel oder wie? Ach du Kakerlake, jetzt wirst du auch noch dunkel. Das kann es echt nicht sein. Machen wir einen Bauwagen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwie was. Na, leider. Typisch. Ja. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, wird, dass wir jetzt da mal schauen, damit wir so schnell wie möglich da hinkommen. Ich weiß ja auch nicht, was da dort ist, ne? Wie gesagt, ich bin absoluter Newbie hier jetzt in dem Game. Aber es ist wurscht, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Sonne geht auf jeden Fall unter, das ist bei mir typisch. Wenn ich immer irgendwelche Games spiele, die wollen wir nicht auskennen, dann geht bei mir komischerweise immer die Sonne unter. Das ist bei mir immer schon so gewesen. Naja, was soll's. So, der Wasservorrat sinkt natürlich schon, das war mir klar. Und ich glaube, wir werden mit Sicherheit nicht einmal zu dir da hinkommen, ohne dass wir wahrscheinlich verdursten. Ja. Wenn ich langsamer gehe. Nee, also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da wir da jetzt bis hin laufen. Wir haben jetzt da wirklich nichts dabei, was. Vielleicht gibt es da im Wald irgendwelche Möglichkeiten, Wasser oder irgendwie Flüssigkeit abzuschöpfen, die ich momentan nur nicht weiß, weil ich halt eben neu bin in dem Spiel. Wie herzlich das überhaupt auch neu bin, ja. Ich laufe jetzt einmal weiter. Ich hoffe, dass wir irgendwie auf eine Wasserquelle stoßen. Ich glaube es zwar nicht bei meinem Glück, aber man kann auch nicht wissen. Ja, aktuell gerade im Fernsehen tritt der Seehofer vor Deutschland, sage ich schon fast,
Wir haben ja aktuell die Corona-Krise. Wir haben heute den 15.03. Ich weiß es noch nicht, wann ich das Video hochlade am Server. Auf YouTube besser gesagt. Das kann natürlich schon ein bisschen dauern, aber wie gesagt, aktuell am 15.03. Deutschland hat ja die Grenzen geschlossen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der ganzen Krankheitskrise. Und schauen wir mal, bis wann das mein Arbeitgeber sagt. Ihr bleibt jetzt mal lieber zu Hause. Lassen wir uns da mal überraschen und hoffen wir, dass das Ganze irgendwie gut umgeht, rübergeht. Ja, nicht, dass es so geht wie in dem Spül da drin. Das wollen wir natürlich nicht hoffen wollen. 4400 Meter noch aktuell. Und es wird wirklich dunkel und ich bin in einem Wald. Das ist überhaupt nicht gut, was jetzt passiert. Ich habe da echt null Chance. Ich laufe da echt voll durch bewaldetes Gebiet. Kann nicht sein, dass es nur noch Wald ist. Gibt es eigentlich irgendwelche Viecher, die man ja irgendwie erlegen kann und dann essen kann oder so? Ich denke schon, oder? Ich spiele es ja doch schon so lang. Auf dem Markt. Das heißt auf dem Markt. Online, sagen wir es mal so. Es gibt ja so viele Server, wenn du mal gute Server empfehlen kannst, so ein bisschen so endzeitmäßige Server. Alte Militäranlagen und so. Kann natürlich immer regelmäßig die Server wechseln. Das Problem ist, dass das nicht, dass jetzt dauerhaft nur auf dem Server da bleiben muss. Der war mir halt jetzt am Anfang wirklich sehr sympathisch, auch für die Fotos, die eingestellt worden sind. In der Facebook-Gruppe hat mir der sehr gut gefallen. Ah, da hinten. Da hinten sind zumindest schon mal Gebäude. Und Gebäude heißt vielleicht, da irgendwas finden, was man brauchen können. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal dahinter. Was ist denn das? Ein Baum. Ha, schaut doch cool aus. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von unseren Richtung, ist man aber jetzt... Ach du Scheiße. Habt ihr das gesehen? Das ist schon mal so ein scheiß Zombie. Kann man irgendwie an dem vorbeischleichen? Ich glaube, die haben wir nicht gesehen, oder? Doch, der hat mich schon gesehen. So, das ist für mich jetzt volles Rohr Richtung dieser Barackensiedlung da hinten. Alter Flughafen oder was das ist. Wow, das ist echt unheimlich. Und jetzt bin ich voll an einem Zombie vorbeigerannt. Und da vorne haben wir noch mal welche. Und die rennen auch wieder voll vorbei. Ich traue mal wetten, die hängen sie alle an mich ohne. Ich komme jetzt daher im Schlepptau voller Zombies. Das macht doch mal richtig Spaß. Vorne haben wir jetzt noch ein paar Meter zum Rennen. Oh, leck mich fett, ey. Die sind ziemlich aggressiv. Ich renne einfach weiter. Ich bleibe nicht stehen. Vielleicht lassen sie ja doch noch ab von mir. Wasser. Hätten wir schon mal trinken können. Ach du Kacke, ist das unheimlich. Hätte Idiot mich bloß mal angeschlichen oder irgendwie außen umgeschlichen. Da oben an die Gebäude. So, hat der mir schon mal schaffen. Ich drehe mich gar nicht um. Einfach immer weiter. So, jetzt drehe ich mich doch mal um. Okay, ich glaube, die haben wir aufgeschüttelt. Huiuiui, das ist aber ganz schön unheimlich. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt darf man schauen, ob wir was zum Essen finden. Da unten war da auf jeden Fall schon mal Wasser gewesen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern da man das da ausdringen kann, ohne dass man sich gar irgendeine Infektion holt. So, jetzt das. Oh wow, da steht ein Flugzeug rum. So, Locations mag ich. Alte C, 130 Herkules. Messer habe ich. Zack. Okay. Naja, Militärstützpunkt. Da kann man vielleicht Glück haben, da was finden, ne? Ich mache mal lieber die Tür zu. Dass man irgendwie von den Typen da gefolgt ist. Und tote Hose, ne?
nichts da, was ich brauchen kann. Ebenfalls tot die Hose. Na, wird wahrscheinlich dann da auch nichts drin sein. Die Schränke kann man anscheinend nicht öffnen, oder? Nö. Geht nix. Oh mein Gott, wenn es jetzt lauter so leere Räume sind und da findet man nichts, dann ist es echt zum Kotzen. Ah, hier ist eine größere Tür. Okay, das ist ein alter Hangar. Definitiv ein alter Hangar. Ah, alte Drehmaschinen. Cool. Das erinnert mich an meine Lehrzeit, die Uhr schon 25 Jahre zurückliegt. Zwei alte Drehmaschinen. Wie geil. Oh Mann, das ist wirklich, das war jetzt wirklich wahrscheinlich das blödste Gebäude, wo ich mir aussuchen hätte können. Also da ist zumindest schon mal nichts. Einmal probieren wir es noch. Nö. Rote Hose. Tipps für mich bitte immer gerne unter das Video. Wie gesagt, ich bin absoluter Newbie in dem Game. Und habe dementsprechend auch wenig Erfahrung. Okay, das war jetzt total sinnlos, dass ich reingegangen bin. Alle Türen offen. Ich gehe jetzt einfach mal da raus. Ah, was schon war was drin? Nein. Ich laufe da rum bloß mit dem Messer. Oh geil. Das ist schon irgendwie eine geile Kulisse, oder? Ich glaube, da hinten ist wieder so ein blöder Zombie. Oder? Ja, da rennen einige rum. Schauen wir mal in die Hörkulisse rein. Kommen wir mit dir eine fliegen? Ich denke mal nicht, oder? Auch nichts. Militärstützpunkt, wo man nicht einmal eine Waffe findet. Was ist denn da los? Ah, also ein interessanter Bug. Also da gibt es jetzt jede Menge Gebäude auf jeden Fall einmal. Vorne zum Beispiel. Die muss man auf jeden Fall durchforsten. Irgendwo muss man ja was Brauchbares finden. Aber da ziemlich viele Zombies laufen da umeinander. Das ist ein Wahnsinn. Ich will jetzt nicht unbedingt gleich mal einem zu nahe kommen. Das kommt Bock auf einen Kampf mit den Untoten. Ja, bis jetzt ist noch recht, ja, recht gelassen das Game, so vom ersten Eindruck. Aber doch, schon ziemlich spannend. Ah, da ist was. Da schwebt. Au, was ist das? Knarre, geil. Und das da. Oh, geil, das ist doch so. Was ist das da noch? Schienenhandschutz, cool. Das hat sie doch gesagt, das rentiert sie doch. Schau mal, und da liegt doch auch noch irgendwas. Jawohl, Patrönchen, wer sagt's denn? 3,8er Ascala, pur Magnum, cool. Das ist ein... Oh Gott, und da ist eine richtige Gnade. Ich glaube, ich spinne. Das ist doch geil, oder? So muss das sein. So, die Weste haben wir gleich einmal ausgerüstet. Und die Gnade? Zack. Kann ich nicht. Warum kann ich die nicht ausrüsten? Hm, vielleicht... Ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung. Hm. Was ist das? Schienenhandschutz. Ja, ich bin wahrscheinlich zu früh gefreut. Also ich habe jetzt echt keinen Plan, warum ich das nicht ausrüsten kann. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal beim Messer bleiben. Na gut, wir haben zumindest jetzt schon mal eine Waffe gefunden. Warum, dass ich die jetzt nicht verwenden kann? Da haben wir nämlich auch noch Munition. Weiß ich nicht. Das Mobach gehen wir da raus, geht. Ja, was ist das da? Stahlhelm, cool. Kampfhelm. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Handgranaten.
Obox, cool, da finden wir echt einiges. Magazin. Handschuhe. Wow. Waffen ohne Ende. Wahrscheinlich lauter Schrott. Aber ich glaube, die Waffen sollte man sich echt aufheben. Magazine. Ich weiß noch gar nicht, wie rüstet man da eigentlich die Waffen aus? Ich sollte jetzt echt immer was zu mir nehmen, irgendwie was zum Essen. Haben wir da was? Bären. Nee, das war nicht richtig. So ist man. Tja, das hat auch nicht allzu viel gebraucht. Munition. Also finden tun wir da schon ein bisschen was. Müssen wir dann im letzten Winter noch einmal schauen, ob wir das dann auch wirklich so kombinieren können, damit man das auch verwenden kann. Da muss ich halt dann wirklich selber schauen, da habe ich wirklich keinen Plan nicht. Also noch nicht. Ich werde mich dann danach vielleicht nach dem Video noch ein bisschen einlesen, inwiefern ich dann die Waffen bzw. die ganzen Sachen da kombinieren kann. Alte Duschräume. Oh mein Gott. Tausende von Türen wieder. Ah, da glaube ich ist noch was drin. Passt. Und da findet man zumindest schon mal ein bisschen was in den Räumen. Messer. Moon wieder. Moon ist immer gut, ne? Sweeter Skeleton. Den lassen wir mal liegen. Vielleicht sollte ich den ja mitnehmen, dann kann man ja irgendwie Bandagen herstellen, oder? Magazin. Was ist das? Magazin, cool. Magazintaschen. Buttstock, das ist zumindest einmal schafft. Also mal schauen. So. Warum die anderen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wie das funktioniert, Freunde. Das ist mir jetzt echt nicht. Na, Umgebung. Was soll man jetzt machen? Das wird wegschmissen oder was? Genau. Das soll man natürlich nicht machen. Kann man mit Sicherheit auch dann irgendwie hier zuordnen. Zack, das ist immer gut. War klar. Ich hab da keinen Moon dafür, ne? Na. Also da muss ich mir dann echt nur einlesen, wie man das dann am besten macht. Deshalb bringt mir das jetzt immer noch gar nichts. Ich nehme jetzt erst einmal Messer, ja. Und wenn wir dann danach wirklich einlesen, was ich mit den ganzen Sachen machen kann, vielleicht können wir die irgendwie tauschen mit irgendwelchen Leuten oder so. Wie gesagt, das schauen wir uns aber dann. Jetzt müssen wir dann noch echt noch einatmen. Wie gesagt, ich bin komplett neu in dem Game. Also bitte setzt mal eine Base, ich bin da echt noch nicht fit. Deshalb bin ich wirklich über jeden Tipp dankbar. Den, was ihr mir auch gebt, quasi in einem Kommentar unter dem Video. Ja, Magazin findet ihr relativ viel. Ah, das ist wichtig. Dosenspeck. Verpackt die 9x19. Also Moon findet man schon auch, ne? So ist es nicht. Wow. Das ist doch mal der Rucksack. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Kann jetzt ihn den ausrüsten? Das ist die nächste Frage. Ein Jagdrucksack. Das ist eine gute Frage, ne? Wie man den jetzt ausrüstet. Ich schmeiß jetzt mal das Zeug in die Umgebung. Also ein Cola-Schatz, ja. Einfach raus. Oh, was habe ich jetzt gemacht, ich Depp? Da liegen die ganzen Sachen. Der Jagddrucksack, den habe ich jetzt drauf, oder wie ne? Was bin ich auch für ein Idiot, echt? Dosenspeck. Roter Cola. Magazin. Wo ist denn der Rucksack jetzt hingekommen? Das kannst du jetzt echt nicht sehen, oder? Dass der Rucksack jetzt in Luft aufgelöst hat. Oder habe ich den jetzt drauf? So ein Mist, echt.
war denn das jetzt? Oh, leck mich fett, was steht denn da für ein kreisliches Viech draußen? Ich mach mal gleich sofort die Tür zu, sonst scheiße ist echt in Hosen. Bin ich jetzt der Schrocker? Schaut euch einmal das hässliche Vieh. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kommt der jetzt da nicht rein? Sonst kacke ich mich hier echt voll, hey. Da ist er, da in der Fähre. Hui. Das Game hat sich echt voll in sich, hey. Das mir echt nervt, das ist echt, dass man, dass ich den Rucksack, den riesen schönen Rucksack weggeschmissen habe. Ah, warte mal, habe ich nicht. Jagdrucksack. Leck mich fett, das ist echt voll unheimlich. Ich weiß nicht so recht, ich glaube, ich bleib da jetzt erstmal drin. Das ist echt wahnsinnige Geräuschkulisse in dem Game. Wenn ich den da rauswirf, ne? Dann ist er weg. Na, den nehmen wir jetzt mal mit. Ich weiß nicht, wo der andere Rucksack hinkommt, weil ich keine Ahnung, vielleicht ist der wirklich im Inventar noch drin blieben. Los zu die Tür. Uiuiuiuiui. Oh du Scheiße. Ich kack mich hier echt leer an. Wie kommt der da nicht rein? Sauer P220. Interessant, wie interessant das Waffen werden können. Sieg Sauer. Na komm, jetzt was ist denn los? Was haben wir da jetzt in der Hand? Was wurde das mit dem? Ich habe irgendwo eine 9mm Munition gefunden gehabt. Definitiv da draußen. Ich werde jetzt gerne die Dosen da abmachen. Das funktioniert irgendwie nicht. Jetzt wenn ich rausgehe, dann bringt mir definitiv das Viech um, ne? Das ist dunkel draußen. Ich glaube, wir beenden jetzt die Session. Fürs Erste jetzt einmal hier. Jetzt bin ich
Sonst ja echt Schiss, dass mir das Viech jetzt da irgendwie gleich erwischt. Ich gehe jetzt mal über das Bett dafür. Ich bleib da oben jetzt mal sitzen. Leider okay, das war's fürs erste Mal jetzt mit DayZ. Also wirklich spannendes Game, muss ich sagen. Macht Fun, ich muss mir bloß noch ein bisschen mehr einlesen, dass ich ein bisschen mehr Ahnung bekomme von dem Spiel. Da drüben liegt irgendwie übrigens noch eine Waffe drauf. Ein bisschen schauen, wie ich die Waffen miteinander kombinieren kann, wie ich sie laden kann, wie ich was essen kann und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin komplett neu im Spiel, dürft mir jederzeit unter das Game Tipps und Tricks geben. Ich mache jetzt die Tür lieber nicht auf. Ich glaube mir, ich schlafe jetzt erst einmal eine Runde. Vielleicht haben da die Viecher da in der Nacht weg und draußen ist es mittlerweile dunkel, wird zersägt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß macht, wie immer, einfach kommentieren, abonnieren, liken und bin für jeden Tipp dankbar. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Video.